Auf der 63. IAA Nutzfahrzeuge in Hannover enthüllte MAN seine spektakuläre Studie namens Concept S. Die Highlights beschreibt Dr. Georg Bachter-Reihhofen. Ja, das ist eine Designstudie, die einfach zeigen soll, wie wir dramatische Verbesserungen erreichen könnten beim Luftwiderstand, das heißt also beim Kraftstoffverbrauch und bei der CO2-Emissionsreduktion. Wir haben Spoiler, die sich automatisch angleichen, die elektronisch sozusagen den Auflieger, der dann dahinter ja angehängt ist, mehr oder weniger abtasten und dann sich anpassen, sodass die Luft optimal über die Kabine, über den Auflieger abfließen kann. Wir haben zum Beispiel keine Seitenspiegeln mehr, keine Seitenrückspiegeln mehr. Die sind alle integriert über kleine Kameras in den Blinkern. Sie sehen ja in diesem Objekt so kleine Flügeln auf der Seite. Dann werden natürlich alle Anbauteile ein Teil des Gesamtdesigns sein. Es gibt nicht mehr einen Tank und einen Batteriekasten. Überall gibt es ja Verwirbelungen, sondern das Ganze ist in einer Kontur dann vereint. Sieht dadurch nicht nur sehr, sehr gut aus, sondern führt vor allem dazu, dass es keine Turbulenzen mehr am Fahrzeug gibt. Und damit kann der Luftwiderstand dramatisch reduziert werden. Bis zu 25% Kraftstoffverbrauch und damit auch Einsparung CO2. Der Gesetzgeber muss noch seine Bestimmungen lockern in Richtung vor allem der Längen, der Zuggesamtlängen oder der auch Sattelzugkombinationslängen. Das ist sehr wichtig und wenn wir das, glaube ich, erreicht haben und wir hoffen, dies mit diesem Demonstrationsprojekt angestoßen zu haben, diese Diskussion, dann könnte ich mir vorstellen, dass die nächste Generation so ähnlich aussehen wird.